Salto. 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 Intramuros. Entstehung und Charakter der Südtiroler Städte. Ein Podcast von Andres Bizzinini und Birgit De Jaco. Die Stadt Bozen, Teil 2. Wir nähern uns mit dem Stadtporträt von Bozen der Gegenwart. Und die Gegenwart betrifft uns unmittelbar. Deshalb ist es uns nicht möglich, so darüber zu sprechen, als ob wir Unbeteiligte wären. Wir wollen also nicht mit distanzierter Haltung über den Mythos dessen, was der Fall ist, resonieren, um die Worte von Adorno zu gebrauchen, sondern wir springen in die Arena der menschlichen Interessen und Leidenschaften und wirbeln mit. Sollte unsere Zuhörerschaft beim Lauschen nur halb so viel Freude empfinden wie wir beim Erzählen, so erachten wir unsere Mühe nicht für vergebens und die Zeit unserer Hörer nicht als verschwendet. Bozen besteht heute aus 5 Stadtvierteln. Gries Quirein, Zentrum mit Bozner Boden und Rentsch, Oberau Haslach, Europa Neustift und Don Bosco. Im Zeitalter des Faschismus wurden in Bozen nebst den berühmten Monumentalbauten wie dem Zugbahnhof oder dem Siegesdenkmal neue Straßenzüge mit rationalistischen Blockbauten angelegt. Das gleichzeitige Errichten von klassizistischer wie moderner Architektur ist ganz typisch für den italienischen Faschismus, im Gegensatz zum deutschen Nationalsozialismus. Zu den neuen rationalistischen Straßen gehört die Freiheitsstraße, die noch viel vom barocken Achsendenken mit einem ästhetischen Fluchtpunkt in der Ferne verrät, sowie die Italienstraße oder auch schmucke und abwechslungsreiche Kleinviertel wie der Rione Venezia in Quirein, nach dem Vorbild des ländlichen Eklektizismus Veneziens. Man wollte insgesamt die Nähe zum Stadtzentrum im Sinne der italienischen Architektur gestalten. Und man konzipierte die Lauben der Freiheitsstraße als italienisches Gegenstück zur gotischen, also deutschen Altstadt. Diese wollte man ursprünglich sogar dem Erdboden gleichmachen, besinnte sich aber in einem zweiten Moment. Bis in die 1920er Jahre hinein war das heutige Europaviertel und Neustift ein ländliches Gebiet rund um den zu Kloster Neustift gehörenden Gutshof Mariaheim. In der darauffolgenden Zeit des Faschismus begann man mit dem Bau zahlreicher Straßen und Wohnhäuser für die neuen Arbeiter. Südtirol sollte ja italienisiert werden und es zogen zahlreiche Arbeiter aus dem Veneto und anderen Regionen nach Bozen. Es entstanden urbane Situationen wie das Wohnviertel in Neustift, das bis heute ein lebendiger Stadtteil mit belebten Erdgeschosszonen, Geschäften und Cafés ist. Oder der Matteotti-Platz. Hier kommen wir der städtebaulichen Vollendung nahe. Mit dem Teatro Cristallo, dem beliebten Isaac-Ufer und den dort angesiedelten Sportanlagen Drusus Stadion und Lido, beides hervorragende Bauten im Stil des faschistischen Rationalismus. Weiter im Westen wurde in den 30er Jahren die zweite große Arbeitersiedlung für die zugezogenen Italiener errichtet, die sogenannten Semirurali.
Es handelt sich um freistehende Häuser mit Garten und ungefähr 4 Wohnungen pro Einheit. Halb ländlich, also zwischen Stadt und Land. Die Bauern aus dem Veneto sollten sich hier zumindest ein bisschen wie zu Hause fühlen. Die Siedlung war eng mit der Entstehung der Industriezone verknüpft. In den 80er Jahren musste der Großteil dieser Häuser neuen und größeren Wohnbauten im modernen Stil weichen. Die Architekten Carlo Aimonino, Roland Veneri und Oswald Zöckeler zeichneten in dieser Zeit für die großen Neubauten in den Vierteln Don Bosco und dem Europaviertel verantwortlich. Die Wohntürme in dieser Gegend wirken imposant, vielleicht auch abschreckend. Doch verrät der Stadtteil die Stärke und die Konsequenz einer Vision. Und zwar die Vision der klassischen Moderne, teilweise der Postmoderne, wenn wir an Via Bari denken. Großzügige Gemeinschaftsflächen mit schönen Parks und Sportstätten und oft qualitätsvolle Außen- und Innenräume charakterisieren diese Viertel. Stets gab es an diesen Orten soziale Spannungen, wie in Arbeitervierteln üblich. Doch wurden sie nicht zuletzt ob der umsichtigen Planung niemals zu einem Ghetto. Ein eher von der deutschsprachigen Bevölkerung bewohntes Viertel der 80er Jahre ist Haslach auf der anderen Seite des Eisacks, oberhalb der Industriezone und am Fuße des Virgils. Auch wenn das Betonmonster von Architekt Ottmar Barth von weitem betrachtet Angst macht, leben die Leute gerne dort. Die Wohnungen sind gut geplant und die Balkone haben eine spektakuläre Aussicht auf die Stadt. Die Zugänge zu den Wohnungen erfolgen über außenliegende Laubengänge anstatt über dunkle Korridore. Das Stadtviertel hat Dorfcharakter mit einer Schule, einer Kirche, Sportplätzen und zahlreichen Grünflächen. Als quasi vertikale Erschließung für die Fußgänger gibt es eine öffentliche Treppenanlage über den ganzen Hang. Ein grundlegender Unterschied zu anderen Wohnvierteln in Hanglage, wo die Menschen gar nicht erst auf die Idee kommen, entlang der kurvenreichen Straßen zu Fuß nach Hause zu laufen. Haslach ist ein Startpunkt in die Natur. Von hier aus führen zahlreiche Wanderungen ins Grüne, zum Beispiel zur Vigiliuskapelle auf dem Virgil. Haslach funktioniert in Summe also gut. Das neuere Stadtviertel Casanova-Kaiserau hingegen funktioniert weniger gut. Die Wohnsiedlung wurde 2012 fertiggestellt und umfasst insgesamt 950 Wohnungen. Es war damals außergewöhnlich, dass die Stadt im Jahr 2002 10 Hektar landwirtschaftliches Gebiet am Stadtrand einfach für neuen Wohnbau kaufte und nicht enteignen musste. Die Wahrnehmung des Viertels beschränkt sich in den meisten Fällen darauf, dass man auf der Zugstrecke Beran-Bozen einen Blick aus dem Fenster wirft, sobald man in der Nähe von Bozen ist. Casanova wird allgemein als Ghetto wahrgenommen. Dafür gibt es natürlich soziale, gesellschaftliche Gründe. Aber auch aus architektonischer und städteplanerischer Sicht können Gründe namhaft gemacht werden. Auch wenn viele Gebäude durchaus ansprechend aussehen. Die Architekten kritisieren beispielsweise, dass die Idee der schiefen Dächer nicht konsequent genug umgesetzt worden ist. Dazu kann ich nur den Anthropologen Edward Hall zitieren, der die Evolution der menschlichen Sinnesorgane analysiert hat. Laut seinen Studien nehmen wir hauptsächlich wahr, was horizontal vor uns liegt, mit leichter Tendenz nach unten.
Wir neigen beim Gehen den Kopf 10 Grad nach unten und nehmen daher hauptsächlich den Boden wahr. Den Kopf zu heben ist aufwendiger, als ihn zu senken. In der Praxis heißt das, dass wir normalerweise nur das Erdgeschoss visuell wahrnehmen, wenn wir eine Straße entlang gehen und höchstens bis zum dritten Stock genauer hinsehen. Es kann also gut sein, dass die Neigung der Dächer nicht der Grund dafür ist, dass das Viertel von den Menschen nicht gut angenommen wird. Auch die Wahl der Materialien und ob der Stein der Fassade mit dem Gehsteigbelag übereinstimmt, ist wohl kaum der ausschlaggebende Faktor für eine gute Atmosphäre. Auch wenn es schön ist, dass die Architekten sich mit diesen Details beschäftigen. Was für die Atmosphäre relevant ist, sind vordergründig andere Eigenschaften. Nutzungsmischung. Die Präsenz von öffentlich zugänglichen Einrichtungen. Gebäude im menschlichen Maßstab, also nicht zu hohe Gebäude. Straßen im menschlichen Maßstab, also nicht zu breite Straßen. Autofreie Zonen. Sitzgelegenheiten. Abwechslungsreichtum, sodass nicht alle Straßen gleich aussehen. Und vor allem menschengerechte Erdgeschosszonen. Der Mensch will in seinem Blickfeld etwas erleben und nicht vor Garagentoren oder hohen Hecken spazieren gehen und auch nicht vor schön gestalteten Betonwänden, vor denen nichts passiert. Er will Abwechslung. Die meisten dieser Eigenschaften sind in Kaiserau schwer zu finden. Die Baukörper sind in sich geschlossene Einheiten mit großen Grünflächen dazwischen, sogenannte Castelli, wie Fritz van Dongen, der Wettbewerbssieger des Masterplans, sie nennt. Im Prinzip ist es nichts anderes als die Idee der Hochhäuser von Le Corbusier, die sich in den letzten 100 Jahren schon öfters als eine, sagen wir, mittelmäßige Idee erwiesen hat. Das Viertel würde wahrscheinlich trotzdem besser funktionieren, wenn die großräumigen Voraussetzungen besser gewesen wären. Kaiserau ist ein Cul-de-Sac. Von hier aus führt kein Weg nach irgendwo hin. Und es gibt nichts zu erleben, das jemanden aus der Altstadt dazu verleiten könnte, extra hierher zu kommen. Wäre der 1924 von Willi Weyenmeier angedachte Flusspark am Fuße von Schloss Siegmundskron realisiert worden, sähe es jetzt wahrscheinlich anders aus. Während Kaiserau in die grüne Wiese am Stadtrand gebaut wurde, gibt es heute zahlreiche Bestrebungen, die Stadt innerhalb der bestehenden Grenzen zu verdichten. So ist es ja auch im neuen Landesraumordnungsgesetz vorgesehen. Nun ist es immer schon so gewesen, dass private Geldgeber sich durch Immobilienspekulationen einerseits bereichern wollen und andererseits durch ihre Tatkraft, Flexibilität und ihren Unternehmensgeist der Gesellschaft einen Mehrwert bringen, weil sie Projekte zügiger umsetzen können als die öffentliche Hand. Das Projekt von Architekt David Chipperfield für den Bahnhofspark ist sicherlich ein gründlich durchdachter Plan. Zwar wird die schöne Symmetrie des Bahnhofsparks, wie ihn damals Sebastian Altmann konzipiert hatte, aus den Angeln gehoben und die neue Architektur könnte, ja sagen wir, genauso gut in London oder in Peking stehen. Aber die Internationalisierung der Architektursprache ist eben ein Phänomen unserer Zeit. Das Problem ist hier nicht die Architektur. Was die Wogen hochgehen lässt, ist weniger die Architektursprache oder die Angst um die Geschäfte unter den Lauben,
was nur wenige betrifft, sondern die Tatsache, dass einem privaten Investor ein ganzes Stadtviertel überantwortet wird. Inwieweit werden diese Flächen noch der Öffentlichkeit zugänglich sein? Und wer kann das heute mit Sicherheit sagen? Der öffentliche Raum ist überall in Europa zunehmend in Gefahr. Und die Menschen spüren, dass ihnen die Stadt entgleitet und in die Hände einiger weniger fällt. In the club, in the streets, waking up, yeah, always when we meet, something still missing. We're still faking it, we pretend that we're good, yeah. Cause to me, when I love, when I feel, I don't want nobody to tell me to slow down. Yeah, we're still faking it, we pretend that we're good, yeah. Cause you know I'm feeling something's missing. No, it's not what I had wished for. Let's stop praying for love. Das aktuell viel diskutierte Projekt Quartier Rombrücke wurde von einer Gruppe von Investoren vorgeschlagen, die, siehe da, zugleich die Grundstücksbesitzer sind. Sie schlagen eine Baudichte vor, die laut Stadtrat Stefano Fattor dreimal so hoch ist wie in Kaiserau. Ist es legitim, in der Industriezone Wohnungen anzudenken? Es ist sicherlich eine Überlegung wert. Haben die Architekten das Areal gut geplant? Wahrscheinlich ja. Sie haben es sicher gut gemacht. Es sind ja auch namhafte Architekten. Mit dem Argument, endlich leistbares Wohnen für Bozen zu schaffen, ohne sich auf irgendeinen Preis festzulegen, wird direkt neben einem Stahlwerk Wohnbau geplant. Stahlwerke sind sehr laut. Wir fragen deshalb, wie viel Privatinitiative verträgt die Stadt? Und was sollte durch die öffentliche Hand vorgegeben werden? Jedenfalls nicht mehr die Durchführungspläne. Im März 2023 wurde eine Abänderung des Landesraumordnungsgesetzes verabschiedet, mit der Durchführungspläne für neue Wohnbauzonen nicht mehr über einen Wettbewerb vergeben werden müssen, so wie es bisher der Fall gewesen ist. Unsere Lösung für Bozen lautet daher, bebaut den Virgel. Dass die Grünen, die bereits eine oder mehrere Immobilien für sich und ihre Lieben besitzen, sich auf dem Virgel ein grünes Ausflugsziel wünschen, verstehen wir sehr gut. Aber solange die jungen Leute aus Bozen wegziehen, weil sich kein normaler Mensch mehr eine Wohnung leisten kann, müssen freie Flächen in Stadtnähe vorrangig für das Wohnen genutzt werden. Mit integrierten Grünflächen natürlich, auch öffentlich zugänglichen. Und jeder, der behauptet, es sei unrealistisch, einen 200 Meter hohen Aufzug durch den Berg auf den Virgel hinaufzubauen und die Autos im Berg zu parken, dem legen wir nahe, sich mal den Brenner Basistunnel anzusehen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, ja dann abonniere unsere Kreativität, denn es ist nie zu spät, Qualität und freie Information in Südtirol zu unterstützen. Intramuros. Ein Podcast von Andres Pizzinini und Birgit De Jaco. Salto. 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 Salto.